versammelt ihr euch vor mir, hungrig, verzweifelt, drückt eure Kinder an euch. Kaiser M hier hat seine Legionen in unsere Lande geführt, die Festungen bis zu den blauen Bergen belagert. Tollwütig reißt er Stein um Stein heraus. Männer des Nordens, ihr steht am Abgrund. Eure Könige haben versagt. Nun ruft ihr die Götter an. Und doch fleht ihr nicht. Ihr kniet nicht, streut keine Asche auf die Häupter. Nein, ihr heult. Warum haben die Götter uns verlassen? Dies sind die Proben, die wir einst nicht bestanden. Vor langer Zeit verband sich diese Welt mit einer anderen. Sphärenkonjunktion nennen die Gelehrten den Aufruhr. Die Götter ließen unheilige Kräfte in unsere Domäne. Frucht des Kataklysmus war auch die üble Macht namens Magie. Doch verbannten wir sie nicht, sondern studierten das böse Rätsel. Macht und Wohlstand lockten. Und die Monster auf der Schwelle, die bösen Relikte der Konjunktion? Trolle, Leichenfresser, Werwölfe? Erschlugen wir sie oder überließen wir die Bürde anderen? Sogenannten Hexern. Weisen in lästerlichem Ritual mutiert und in böser Zauberei unterwiesen. Monster sollten sie schlachten, obwohl sie gut nicht von böse unterschieden. Die Menschlichkeit in ihnen war lang erloschen. Wahrlich. Es sind nicht mehr viele, die heute noch umherziehen und ihr blutiges Handwerk feilbieten. Doch bis heute beschämt uns ihre Existenz. Der Norden blutet im Krieg unter der Peitsche der Götter für unsere Sünden. Und denken wir auch an die Schrecken von jenseits dieser Welt? Jeden Vollmond zieht die wilde Jagd über den Himmel. Sie entführen unsere Kinder ins Unbekannte. Mancher meint, sie künden von einer zweiten Konjunktion. Finden wir den Weg zurück ins Licht? Können wir die Magier in unserer Welt bannen? Können wir uns um die Wärme des ewigen Feuers sammeln? Die Zeit von Schwert und Axt ist nah. Niemand kämpft diesen Kampf für uns. Die Zeit von Wahn und Verachtung ist nah. Und damit willkommen, netter Auftakt, bei Witcher 3. Videospielcode war so nett, mir das zu schenken, und da dachte ich mir, hey, zieh ich mir das mal rein, nach ewigem Download und so weiter. Ich weiß noch nicht, ob Audio-Lautstärke und so weiter gut abgestimmt ist, muss ich später mal gucken. Ich drehe einfach jetzt mal, bekomme das gerade relativ laut vor, ich drehe es mal ein bisschen leiser, okay? Ich gucke es mir gleich mal an, ob es stimmt. Nach dem Part hier. Ja, ich weiß ja nicht, ob das mit dem Audio alles hinkommt. Aber ja, Witcher spiele ich jetzt zum ersten Mal. Die Serie, das Spiel, alles. Deswegen, ich habe keine Ahnung, was, wie, wo überhaupt. Ich weiß auch nicht, wie, mit wie viel FPS das läuft, aber ich wollte das Spiel, nicht einfach vorwegnehmen, sag ich jetzt mal. Also ich wollte es nicht einfach starten. Schon vorher, um mal die Grafik-Settings und den Ton und so weiter abzuchecken, weil ich glaube, da kommt am Anfang ziemlich viel Story-Gedöns und so weiter, deswegen. Ja. Kann ich auch irgendwo mal die Grafik einstellen? Ah. Also die ganzen Menüs und so sind echt gut gemacht. V-Sync, ne. Hm.
glaube, dieses Nvidia-Gedöns funktioniert bei mir nicht gut. Ja, mal sehen. Ich glaube, das wird erstmal fies laggen. Aber dann kann es ja immer noch. Obwohl, ich kann es ja eher hochstellen, wenn es. So. Vor allem Wasserqualität und sowas, das zieht. Ich würde sagen, das wird laufen. Ich weiß nicht, ob ihr den Frame-Counter oben in der Ecke seht, aber ich glaube, das wird laufen. Na dann, Zeit für ein neues Spiel, würde ich sagen. Ich weiß auch nicht, wie lange ich die Parts mache. Ich gucke mal, wie sich das anbietet. Ob jetzt der erste Part länger wird oder ob ich die allgemein lang mache. Ich weiß noch gar nicht, wie das alles laufen soll, aber ich habe The Witcher 3 und darauf kommt es an. Ich würde sagen, ich mache es nicht so schwer. Ich habe gehört, das soll gar nicht so ohne sein. Todesanzeigen, ja, bitte. Spielstand aus The Witcher 2. Nein, danke, den habe ich nicht. Fragt mich nicht, was hier abläuft. Ich habe keine Ahnung. Ich bin der Neue. Ah, Gott. Nein, das muss jetzt nicht sein, oder? Ah, Kamera. Warum?
Okay, what the fuck. Ist das Teil des Service oder ist das ein Mordversuch oder... Du weißt, dass ich das nicht lustig finde. Okay. Du sollst dich nicht amüsieren, sondern beeilen. Es ist schon Mittag. Mir gefällt das Spiel. Eindeutig. Du hast Ciri versprochen, mit ihr zu üben. Geh, sonst langweilt Wesemir sie mit den Radierungen zu Tode. Na dann, bis später. Bis später. Mir gefällt der Anfang. Mir gefällt das Spiel bis jetzt sehr. Schön. Glossar und so weiter, Tutorial-Nachrichten. Ja, okay. Verstanden. Die Performance ist auch nicht schlecht bis jetzt. Scheiße. Der Bergpass ist schön wie eh und je. Bewegungsunschärfe ist ein bisschen übertrieben. Ich gucke, ob ich da gleich noch was einstellen kann. Okay, ich muss mal ganz kurz die Grafik ein bisschen umstellen. Das geht ja so nicht. Gibt es ja einfach Optionen oder gibt es hier nur im Hauptmenü? Was zum Teufel ist das? Gib mir nur eine Sekunde, okay? Ich pack das. Ich würde sagen, da müsste die Performance doch jetzt 1A sein, oder? Okay, nicht viel besser. Ich glaube, viel höher kriegt die Framerate einfach nicht. Ich meine, auch gut von mir aus. Wenn das mal nicht der Schlüssel ist. Okay, die Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. So. Ich merke, was die Leute an dem Spiel finden. Das ist gut. Der alte Hexer schläft tief und fest. Natürlich verschwand Ciri irgendwohin. Thank you.
Sie zieht die Praxis wohl der Theorie vor. Hm? Was? Zeit aufzustehen, Meister. Sind die Lektionen so langweilig, dass selbst du einschläfst? Verdammt, sie sollte Notizen zu Ghule und Al-Ghule machen. Ich wollte die Augen etwas ausruhen. Diesen Schinken sollte sie durchackern? Kein Wunder, dass sie verduftet ist. Jan von Brugge ist reizlos, aber verlässlich. Nicht so wie dieser Quatsch, der heutzutage gedruckt wird. Sie trainiert mit den Pendeln, nicht? Wie oft muss ich ihr das noch sagen? Nicht alleine üben. Das bestärkt nur die Fehler. Bring unser Fräulein in den unteren Burghof. Sie will üben? Das kann sie haben. Die Optionen gefallen mir irgendwie beide nicht. Ja, verdammte Göre ist verzogen. So einfach. Ich muss zugeben, dass wir sie verwöhnt haben. Wir haben sie verwöhnt? Ich hab's schon immer gesagt. Ciri braucht eine harte Hand. Das hast du gesagt. Aber du hast dich genauso rumkommandieren lassen wie alle anderen. Gut, es ist wohl teilweise meine Schuld. Aber damit muss Schluss sein. Sofort. Man darf das Monster töten nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ciri muss das begreifen, wenn sie eine von uns werden will. Wir sehen uns unten. Falsch. Ach, darum wolltest du unbedingt üben. Schlag zu. Nicht im Zirkus. Pirouette. Falsch. Beinarbeit. Genug. Runter. Mit Salto? Was glaubst du wohl? Nicht übel. Augenbinde ab. Du hast noch was vor dir. Deine Reflexe sind immer noch langsam. Für einen Hexer vielleicht. Meinst du, dass Ertrunkene und Striegen Rücksicht darauf nehmen, dass du nicht mutiert bist? Wobei ich an deiner Stelle mehr Angst vor Wesemir hätte als vor jeder Striege. Ihm nicht zu gehorchen, ist unklug. Ja schon, aber das Buch war furchtbar langweilig. Ich weiß. Und du weißt, dass das keine Entschuldigung ist. Tut mir leid. Kommt nicht wieder vor. Ja, sollte es auch nicht. Besser nicht. Wesemir hat gesagt, wenn doch, musst du eine Schüssel Nacktschnecken essen. Mit Salz. Genau. Also benimm dich lieber. Na los, wir üben unten mit den anderen. Rennen wir über die Mauern? Ja. Na klar, ist das eine Hexerschule oder ein Elfenbadehaus? Ich bin zuerst unten. Wenn du fällst, vielleicht. Was habe ich dir übers Atmen gesagt? Durch den Mund im Rhythmus der Schritte. Ciri, lass den Quatsch. Ich glaube, ich sollte mal lernen, Leitern zu benutzen. Soll ich zurückkommen und dir helfen? Erster! Na, 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 na. Gott verdammt. Oh nein! Wesemir hat diesen Blick. Was hast du erwartet?
Hast du was zu sagen, junge Dame? Es tut mir sehr leid, Onkel Wesemir. Junges Blut giert nach Abenteuern. Das verstehe ich. Aber wenn du gegen eine Bestie kämpfst, ist Wissen so wichtig wie dein Silberschwert. Du solltest zumindest wissen, wodurch Ghule sich von Alghulen unterscheiden. Durch Zeichnungen ähnlich des in Sirikanien heimischen Panthera Tigris sowie durch die kranke Blässe des Gesichts. Du hast das Kapitel also gelesen. Du hättest trotzdem fragen müssen, ob... Aber du hast geschlafen, Onkel Wesemir. Versuch nicht, dich rauszuwinden. Ein Hexer muss wissen, wie er seinen Gegner reinlegen kann. Hast du selbst gesagt. Mag sein, aber probier meine Weisheiten nicht an Wesemir aus, verstanden? Du spielst mit dem Feuer. Also, genug geredet. Geralt und ich, Lambert und Eskel, Ciri und die Attrappe. Schon wieder? Nörgel nicht. Nimm dir ein Schwert. Was meinst du? Sollen wir erst die Grundlagen durchgehen oder gleich mit dem Freistiltraining anfangen? Ja, ich glaube, ich brauche das Tutorial. Wir sollten mit den Grundlagen anfangen. Auch erfahrene Meister müssen die perfekt beherrschen. Und Ciri ist gerade mal eine Novizin. Zieh das Schwert, Geralt. Sorry, ich lese gerade mal kurz die... Ich weiß gar nicht, soll ich die Tutorial-Sachen vorlesen oder sind die einfach nicht interessant? Ich glaube, ich überfliege die einfach und dann halten wir uns damit nicht zu lange auf. Wenn ich die jetzt auch noch einzeln vorlese, alle, dann... Das ist nicht dein Tag. Schnelle Hiebe. Eins, zwei, drei. Schlag richtig zu. So stark du kannst. Beim Zuschlagen nie den Ellbogen durchstrecken, junge Dame. Los, ausweichen. Position, Ciri. Denk an die Beinarbeit. Langsam wie eine Fliege in Bernstein heute. Nochmal. Ich glaube, du den Paraden. Ciri, siehst du, wie Geralt das Schwert hält? Den Winkel? Komm schon, komm näher. Was soll ich denn parieren? Ich kämpfe gegen eine dumme Attrappe. Simuliere jetzt, überlebe später. Ich habe gehört, der Alte ist beim Unterrichten eingeschlafen. Konter! Schlag gegen Schlag! Ich bin zu alt für diesen Scheiß. Die Kehle aufgeschlitzt. Und eins! So, junge Dame. Zum Schluss gehen wir noch ein paar Hexerzeichen durch. Fangen wir mit Quen an. Ciri, Quen wird manchmal der Hexerschild genannt. Schau gut zu, dann siehst du gleich warum. Nice. Das könnte praktisch werden. Wirke Igni, Geralt. Ich will die Funken fliegen sehen. Ohne das Quen-Zeichen stünde ich jetzt in Flammen. Art, Geralt! Na los! Siehst du das, Ciri? Art wirft alles und jeden aus der Balance. Bringt alles aus dem Rhythmus. Zeit für Axi! Verflucht, ich hasse dieses Gefühl. Oh, Axi kann dich ganz schön durcheinander bringen. Das könnte alles noch sehr praktisch werden. Zeig's ihr, Geralt. Siehst du das, Ciri? Ich könnte mich nicht bewegen, wenn ich es wollte.
Wirf eine Bombe. Keine Sorge, Ciri. Gwen wird die Explosion dämpfen. Sauber. Gefällt mir. Tut mir leid, dass ihr im Tutorial jetzt noch nicht viel rede, aber ich will auch, aus dem Tutorial nichts verpassen. Was soll ich denn damit zielen? Gut, das reicht. Wir trainieren nach Belieben weiter. Ja, okay, gut. Gut, gut, gut. Wow, dem hast du es aber gegeben, Kleine. Ciri, komm jetzt runter. Die bricht sich noch irgendwas. Kleine Satansbraten. Sobald sie zurück ist, darf sie alle Schwerter in Kaer Morhen polieren. Hast du den Helm? Ciri? Oh shit. Und ich werde dafür sorgen, dass du kein Schwert vergisst. Dude, what the fuck? Darauf habe ich gewartet. Und auf dich, Wasserwolf. Nein! Okay, das war mal ein Anfang. Alles klar? Ein Albtraum. Was für einer? Das zu erklären würde ewig dauern. Bis zur Dämmerung ist es noch hin. Wir haben Zeit. Er begann im Gästezimmer in Kaer Morhen. Ich entspannte mich in der Wanne und neben mir war... Triss? Yennefer. Seltsam nicht. Sie war nie da. Mein Traum wirkte aber ganz echt. Hat sie wegen irgendwas herumgenörgelt? Wirklich lebensecht. Wir finden sie schon. Im Traum ging ich los und suchte Ciri. Wir übten. Das waren noch Zeiten. Kleine Teufelin. Ich habe Kinder ausgebildet, die schneller und stärker waren. Aber keins hatte ihren Charakter. Er ist nicht gut ausgegangen, oder? Dein Traum. Nein. Die wilde Jagd tauchte auf und griff Ciri an. Ich konnte mich nicht rühren, stand da wie angewurzelt. Es war nur ein Traum. Es dämmert bald. Brechen wir auf. Warte. Zeig mir den Brief von Yennefer. Vielleicht habe ich da einen Hinweis übersehen. Du hast nichts übersehen. Wir sollten uns in Weidendorf treffen. Das hat sie geschrieben. Inzwischen hat die eine oder andere Armee das Dorf niedergebrannt. Uns bleibt nur, ihrer Spur zu folgen. Also... Hör kurz auf zu reden und gib mir den Brief. Was sagt man dazu? Er riecht wirklich nach Flieder und Stachelbeeren. Du wolltest ihn lesen, nicht beschnüffeln.
Wir müssen uns sehen. Bald. Weidendorf bei Wysima. Keine weiteren Hinweise. Was ist das für ein PS? Ich hab das Einhorn noch. Eine Privatsache. Eine sehr private. Aha. Verstehe. Glaube ich jedenfalls. Vielleicht nicht ganz. Und das wird wohl das Beste sein. Zurück zum Thema. Wie viel Vorsprung mag Yennefer haben? 2-3 Tage. Die Spur ist frisch. Aber sie führt wohl zur Hauptstraße. Da wäre sie schwer auszumachen. Warte, hörst du das? Ich höre und rieche es. Ghule. Das ist so eine Scheiße. Und viel aushalten tun die nicht. Easy. Na klar. Wenn Armeen durchziehen, folgen ihnen Nekrophagen. Gehen wir, bevor noch mehr auftauchen. Okay, ich würde sagen, bevor wir hier weitermachen, mache ich erstmal einen kleinen Cut. Und dann sehen wir uns demnächst. Bis dann.